Was ist Rotkäppchen bitte für eine crazy Geschichte? Ich habe meine Tochter 6, im Rotkäppchen auf ihren Wunsch zum Einschlafen vorgelesen. Sie hat sich aus der Schulbücherei Rotkäppchen ausgeliehen. Wirre Wahl. Also ich glaube, wir haben Rotkäppchen auch schon mal gelesen in irgendeinem anderen Märchenbuch. Aber was geht denn ab? Ist es verantwortungsbewusst, im Jahre 2022 seinen Kindern, seiner 6-jährigen Tochter Rotkäppchen mit Bildern zum Einschlafen vorzulesen? Ich weiß, unser Thema ist Schachtchat. Hey, wir kommen dahin. Aber es ist freaky. Romisco, vielen Dank für den Sub. Also, worum geht's bei Rotkäppchen? Kleines Mädchen geht von zu Hause los. Boost Train kommt. Samarana, vielen Dank für den Sub. Ich erzähle euch Rotkäppchen und währenddessen boosten wir hier. Kleines Mädchen geht von zu Hause los mit einem Korb mit Wein und Kuchen. Soll durch den Wald gehen zur Großmutter. Mutter sagt ihr, ey, weiche nicht vom Wege ab, Wald sind creepy Leute unterwegs. So nach dem Motto. Kleines Mädchen geht los, trifft unterwegs Wolf. Wolf sieht schon mal sauböse aus, auf jeden Fall in der Illustration, die wir gelesen haben. Wolf sagt so, ey, wo willst du hin? Sie sagt Großmutter. Okay, kleines Mädchen kommt ein bisschen vom Wege ab, sammelt hier, keine Ahnung, Blumen, um sie der Großmutter mitzubringen. Und Wolf in der Zwischenzeit, weil kleines Mädchen sich natürlich verplappert hat, wo Großmutter wohnt, geht zur Großmutter. Tür ist offen, weil Großmutter schwächlich im Bett liegt. Sagt hier Wolf, sagt, ey, ich bin Rotkäppchen, was geht? Und Großmutter sagt, ja, komm rein, Klinke runterdrücken, alles gut. Wolf geht rein, frisst die Großmutter, geht ans Bett, zack, frisst die Großmutter weg. Zieht sich dann die Großmutter Klamotten an, legt sich ins Bett. Kleine Mädchen kommt ein bisschen verspätet an, geht zum Bett, sagt hier Klassiker, Großmutter, warum hast du so große Augen, damit ich dich besser sehen kann? Großmutter, warum hast du so große Ohren, damit ich dich besser hören kann? Großmutter, warum hast du so große Hände, damit ich dich besser packen kann? Alter Lachs, wie? Sonst kann ich doch nicht mal Tochter als Einschlaflektüre vorlesen. Und Großmutter, warum hast du so ein großes Maul? Damit ich dich besser fressen kann. Und dann mit dem Satz, zack, Futter der Rotkäppchen weg. Jetzt, ich weiß nicht, wie das technisch ist, bin ich kein Experte. Aber erscheinen sie so zu schlucken, dass da nicht so viel passiert ist. Wie dem auch sei. Als nächstes, Wolf denkt sich, typischer Wolf-Move, ey, auch ganz gemütlich hier, hab gerade 2 Leute gefuttert. Ich bleib hier am Ort des Geschehens. Mach ein Nickerchen im Bett von der Großmutter. Dann, ich weiß alles nicht, wie wahrscheinlich es ist. Kommt der Jäger vorbei, geht einfach unaufgefordert ins Haus von der Großmutter, sieht den schlafenden Wolf, denkt sich, ey geil, Wolf bin ich eh schon am Jagen. Bratze ich ihn weg, wenn er hier pennt. Auch vom Jäger weiß ich nicht, ob das cool ist. Aber dann denkt der Jäger sich, ist ja naheliegender Gedanke auch, ey, vielleicht hat der Wolf ja die Großmutter gefressen. Schneide ich ihm lieber den Bauch auf, um das abzuchecken. Jäger schneidet Großmutter den Bauch auf und es kommen unversehrt natürlich Rotkäppchen und Großmutter raus. Soweit, so gut, dann können wir jetzt ja denken, Happy End. Aber nee, was machen wir noch? Der Wolf, der noch pennt übrigens, während ihm der Bauch aufgeschnitten wird, also bin ich auch nicht sicher. Scheint einen tiefen Schlaf zu haben, der Wolf. Aber anderes Thema. Der Wolf pennt auf jeden Fall noch. Und hier. Wisst ihr, was so lustig wäre? Hier, Rotkäppchen, du bist keine Ahnung, wie alt bist du, 6 oder so? Hilf doch mal mit. Wir hauen dem Wolf den Bauch mal voll Backsteine und nähen ihn dann wieder zu. Warum nicht? Ein bisschen Backsteine im Bauch und wieder zunähen. Zack. Dann als nächstes gehen alle frohgemut ihrer Wege. Okay, wir haben den Wolf ja mit Backsteinen hier den Bauch vollgehauen. Wolf wacht auf, will losspringen. Zack. Bauch voll, tot. Was ist das für eine Geschichte? Jetzt soll meine Tochter hier gemütlich schlafen. Och ja, hier. Wolf frisst Großmutter, Wolf frisst Rotkäppchen. Aber keine Panik, danach wird dem Wolf ja der Bauch aufgeschnitten. Dann kommen die wieder raus und dann kriegt er Backsteine im Bauch. Ich habe mich auch gewundert von dem Ende. Ich dachte, ich kann das von Wolf und den 7 Geißlein, dass der Wolf dann irgendwie noch versucht, in Brunnen zu springen. Weil er so einen Durst hat von den Backsteinen und zack,
Dann irgendwie im Wolf, wahrscheinlich gibt es verschiedene Enden von der Rotkäppchen-Geschichte. Aber in meiner Geschichte, zack, ist er im Schlafzimmer, der versucht loszuspringen. Tot. Also war für mich auch. Neues Ende. Aber trotzdem, ey, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Also sowohl das Casual Fressen von Menschen, als auch die, ey, ein Wolf. Wölfe sind scheiß böse. Wolf machen wir frisch. Der Jäger denkt sich das ja, ohne jetzt Proof zu haben, dass der Wolf wirklich hier Großmutter und Rotkäppchen gefressen. Märchen war früher noch viel grausamer. Ja, ich weiß, dieser ganze Strobelpeter und Schissel und so, der ist ja auch moralisch sehr fragwürdig, was da den Kindern alles angetan wird für minimalen Ungehorsam. Aber Rotkäppchen ist ja nun schon Classic. Was geht denn ab? Das ist auf jeden Fall keine gute Nachtlektüre. Also wenn Rotkäppchen jetzt die Real-Life-Version als Film gedreht werden würde, das guckt doch keiner, oder? Wer will denn das sehen? Wolf frisst Großmutter, Wolf frisst kleines Kind, Wolf wird Bauch aufgeschnitten von Jäger, dann werden ihm Steine in den Bauch gehauen, Wolf versucht zu springen, tot. Das ist doch.